ein Jahrhunderttalent des Radsports. This guy, he was so good. Eine unglaubliche Extraklasse. Wer soll diesen Mann schlagen? Jan Ullrich hat die Tour de France gewonnen. Das wichtigste und schwerste Radrennen der Welt. Da ist auf ihn eine Welt reingebrochen, mit der er nicht fertig wurde. Alle Augen sind auf Jan Ullrich gerichtet. Jan Ullrich ist raus. Bin absolut unter Schock. Jan war ganz oder gar nicht, alles oder nichts, schwarz oder weiß. Das Urteil 4 Jahre auf Bewährung. Jan ist ein Grenzgänger. Everybody's German here? Or? No, American. Okay. American. Nobody likes where they live year round. Niemand lebt ja gerne das ganze Jahr über an seinem Ort. Die Winter hier sind heftig, kalt, viel Schnee. Aber jetzt ist es so, 6 Monate lang. Es geht weniger um mich als um meine Familie. Meine Kinder mögen ihre Schulen. Alles in allem würde ich nirgendwo anders entziehen. So sehr ich Jan liebe und ich bin sein größter Fan, so ist doch der Ruhm und die Aufmerksamkeit schwierig für ihn, bis heute. Ich kenne seine Geschichte so weit, dass ich weiß, er kam aus Ostdeutschland, wohl aus dem Nichts. Und dann hatte er über Nacht quasi alles. Ruhm, Geld, mit allem, was das mit sich bringt. Wir alle wollen ja Geld, Ruhm und Erfolg. Aber das muss auch zum richtigen Zeitpunkt kommen. Jan hatte mich gefragt, ob wir eine Biografie zusammenschreiben, weil er hatte bei Armstrong gesehen, dass der eine Biografie geschrieben hat. Und er wollte jetzt auch eine Biografie haben. Und dann habe ich gesagt, okay, man kann eine Biografie machen. Ich finde, es ist noch ein bisschen früh für dich, aber wenn du das willst, man kann das machen. Und jedenfalls habe ich zu ihm gesagt, aber wenn man eine Biografie schreibt, muss man alles erzählen, weil es kommt alles raus. Und das wird für dich ein Problem und für mich auch. Und hat er gesagt, es gibt nichts, was ich dir nicht erzähle. Wir können das alles schreiben. Dann sage ich, Jan, du weißt, was ich damit meine. Das hat es in der Geschichte der Tour de France noch nicht gegeben. Bereits vor der Ankunft der Fahrer wartet die Sonderpolizei CAS vor den Teamhotels. Trotz der Drohungen, die Tour eventuell platzen zu lassen, bleibt die französische Justiz auf ihrem harten Kurs. Da war ja zum ersten Mal klar, die Tour ist nicht nur begleitet von schönen Bildern der Landschaft, sondern auch von blauen Polizeilichtern und von Sirenen und von Festnahmen und was ich was für Bildern. Erythropoietin, ein Eiweißmolekül, das in der Dialyse eingesetzt wird. Für Ausdauersportler ist es längst zur Modedroge geworden. Bis zu 10% mehr Leistung verspricht EPO. Und noch ist es im Blut nicht nachweisbar, weil noch nicht vom körpereigenen EPO zu unterscheiden. Er hatte die Chronik der Skandale ins Rollen gebracht. Bruno Roussel, der Chef des Festina-Teams, hatte im Polizeigewahrsam zugegeben, dass bei seinem Team systematisch gedopt wird. Die Fahrer von Festina, darunter der französische Star Virenc, wurden daraufhin von der Tourleitung disqualifiziert. Ich donne rendez-vous l'année prochaine. Merci. Da haben wir schon 98 gelernt, wenn man gewollt hätte, den Radsport da sauber zu machen, hätte jedes Hotel umstellt, dann wäre die Tour zu Ende gewesen. Hat man aber nicht. Da hat man halt exemplarisch halt Festina halt hingehängt und die Festina 2 Jahre lang abgehängt halt haben, hat man halt komplett in Ruhe gelassen. Also uns in dem Fall halt. Jan, il a vécu l'affaire Festina. Jan hat die Festina-Affäre hautnah miterlebt. Im Radsport der 90er Jahre wussten alle Fahrer Bescheid. Die Veranstalter, alle wussten, was im Radsport läuft. Aber hätte man im ersten Moment gleich alles gestehen sollen? Manche fragten, warum habt ihr nicht gleich geredet, als die Festina-Affäre aufkam? Naja, Jan hatte davor die Tour gewonnen. Er würde doch nicht sein gelbes Trikot hergeben. Ich verstehe diese Haltung total. Wer betrügt, der muss irgendwo dann seine Strafe auch absitzen. Das ist ja ganz normal. Ich meine, er verschafft sich Vorteile irgendwo gegenüber der anderen.
Deswegen, wenn er erwischt wird, dann muss er natürlich auch absitzen, ganz klar. Dann bist du natürlich nicht happy oder bist betroffen darüber, wenn dann Schritt für Schritt rauskommt, was er ja auch in dieser Phase im Team, er hat es nicht alleine gemacht, er war Teil eines Systems, aber was er doch auch gemacht hatte und was eben in keinster Weise in dem Buch natürlich angeklungen ist. Die Tour ist beendet, titelte die Zeitung Le Monde. Die Auswüchse des modernen Leistungssports können drastischer nicht bloßgelegt werden. Ich bin total überzeugt davon, dass es eine ganz, ganz schmutzige Ära des Hochleistungssports gewesen ist. Nicht nur des Radsports, muss man mal deutlich sagen. Wir haben jahrzehntelang im deutschen Fernsehen oder auch international Sportbetrug stundenlang live in die Wohnzimmer übertragen. Der Radsport war in der öffentlichen Wahrnehmung der Erste, der den ganz großen Sündenfall hatte. Aber bitte lassen wir die Kirche im Dorf. Es war nicht nur der Radsport, es waren auch ganz andere Sportarten, die dann im Laufe der Jahre danach ja quasi wie Dominosteine gekippt sind. Irgendwann wurde man dann doch sich der Sache bewusst, dass Doping keine Sache allein des Radsports war. Aber, das muss man dann auch sagen, dieser Sport war besonders geeignet dafür zu manipulieren. Und das passierte halt in großem Stil, weil viele Leute weggeschaut haben. Unfreiwillige Freizeit. Jan Ullrich nutzt sie für ein paar Pflichttermine, für Dinge, die sonst einen Sommer lang nicht möglich sind. Spaziergänge mit Freundin Gabi etwa. Es sind stille Stunden im beschaulichen Merdingen. Wunderbar, danke. Ich kuriere die Sache erstmal richtig aus. Jetzt habe ich sowieso die Zeit, wo ich die Tour nicht fahre und fange dann wieder richtig an mit Training und hoffe auch noch dieses Jahr noch mal ein paar Ergebnisse zu erzielen oder ein paar Rennen zu fahren. Und ansonsten, ja, es geht mir. Ich habe das eigentlich relativ gut verkraftet. Sicherlich sitzt es ein bisschen tief, aber man muss nach vorne gucken. Armstrong ist schon im Januar sehr konzentriert. Noch liegt sein großes Ziel, der neuerliche Tour de France-Sieg, Monate entfernt. Aber die gesamte Planung läuft auf diese drei Juliwochen hinaus. Es gibt zwei Dinge, Talent und Potenzial. Das ist nicht das Gleiche. Talent, das ist dir angeboren. Das gibt dir die Möglichkeit, gut zu sein. Potenzial ist, was du mit diesem Talent machst, wie hart du arbeitest, wie klug du Rennen fährst, wie konzentriert und streng du bist, wenn du nicht auf dem Rad sitzt. Das ist Potenzial. Ich bin nicht so tausendprozentig ehrgeizig, dass ich jetzt wirklich jeden Tag im Jahr irgendwo auf dem Rad sitzen muss, beziehungsweise mich irgendwo quälen muss. Ja, das ist ein Job für mich, aber irgendwo möchte auch jeder mal ein bisschen Urlaub haben. Gut, das ist halt meine Schwäche. Also ich könnte es mir natürlich bedeutend leichter machen, wenn ich keine Gewichtsprobleme hätte, weil dann könnte ich immer irgendwo gut im Feld mitfahren, könnte alle Wettkämpfe bestreiten und die Gewichtsprobleme sind insofern kein Thema mehr, wenn es dann wieder gut läuft. Auch für Jan weiß das selbst auch, dass es ein langer Weg war. Krankheit dabei, ein bisschen Übergewicht, was bei ihm so schnell kommt. Und es ist dann auch aufgefallen, dass es jedes Jahr schlimmer wird, um das Übergewicht wegzumachen. Aber es war schwer, um das in Jan sein Gehirn zu ändern. Wir haben dafür bei Telekom viel gemacht, mit Diätspezialisten, mit Koch, mit alles dabei, aber er wollte das auch nicht. Er wollte immer Jan Ullrich bleiben. Das große Duell war ja damals vor allem Armstrong gegen Ullrich. Lance Armstrong gewinnt die Tour 2000 mit 6 Minuten und 2 Sekunden Vorsprung vor Jan Ullrich. Der nach seinem Sieg 97 zum dritten Mal Zweiter wird, eine eindrucksvolle Bilanz. Ich bin wirklich sagenhaft glücklich,
Heute Abend werde ich jetzt noch einen Freundentanz machen im Hotelzimmer, dass ich Zweiter geworden bin. 1996 war Jan Ullrich Zweiter hinter Bjarne Riesen. 1998 war er dann Zweiter hinter Marco Pantani. Und nun zum dritten Mal Zweiter, diesmal hinter Lance Armstrong. Jan was arguably one of the most important people in my life. Jan war wohl einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. So, you know, this guy, he was so good. Dieser Kerl war so gut. Selbst wenn du hörtest, er lässt sich's gut gehen. Wusstest du, der hat so viel Talent, so viel Kraft. Der wird trotzdem gut sein. So strong. He's still gonna be good. So he scared. Er machte mir Angst. Kein anderer. Jan Ullrich machte mir Angst. And so, you know, you never forget that. You never those. And I say this to tell. Das vergisst man nicht. Und ich sage allen immer, dieser Mann ließ mich früh aufstehen. Dieser Mann ließ mich früh zu Bett gehen. Der lehrte mich Gottesfurcht. Das vergesse ich nicht. Er hat mein Leben verändert. I'll never forget it. And he made, you know, he changed my life. Das System um die beiden herum war identisch. Aber der große Unterschied war, bei Armstrong gingen die Kommandos aus der Zentrale, von ihm nach außen, ihr macht das und das. Und bei Ullrich redeten alle von außen nach innen, weil von ihm zu wenig kam. Er hat dieses System nicht gesteuert, sondern es wurde versucht, ihn zu steuern. Und dadurch hat das eigentlich vom Anschein her identische System bei Armstrong funktioniert und bei Ullrich eben nur bedingt funktioniert. Armstrong war für mich kein Todessiegel. Dann hat er den Krebs gehabt, hat er den Krebs überlebt. Und dann kommt er zurück und gewinnt in 2000 die Tour de France. Ja, das war für mich so irgendwo eine unmögliche Sache. Ich bin sicher, dass Armstrong noch andere Waffen hätte. Wir haben nicht übertrieben, alles war unter Kontrolle, medizinisch. Und er wird so weggeblasen von Armstrong. Dann sind es nicht die gleichen Waffen. Das war mein unbedingter Wille, dass er 2000 die Olympischen Spiele bestreitet. Bin runtergefahren, dann haben wir Plänchen gemacht, dann hat er gesagt, guck mal, so und so und so und so, so wollen wir das machen. Der Erich Keller, der hat so ja in seiner Begeisterung, er war ja damals auch hier der erste Vorsitzende hier vom Jan Ullrich Fanclub, der hat sich so ja noch Motorrad angeschafft mit einer Rolle, damit er da richtig Motortraining machen kann. Wenn er dann dran war, dann hat er nicht mehr aufgehört. Also dann hat er sämtliche Berge abgegrast, wo es gibt. Also vom Schwarzwald in die Vogesen und wieder zurück. So 280 Kilometer zum Teil gefahren. Ja. Der Tour zweite des Rennens 2000, als er nicht rechtzeitig in die absolute Topform kam und kein echter Konkurrent für Lance Armstrong sein konnte, sich mit Platz 2 begnügen musste, da hat er sicherlich diesen Willen gefasst und hat gesagt, Armstrong, bei Olympia, da treffen wir uns wieder und da werde ich gewinnen. Was für ein Tag für den deutschen Radsport, was für ein Tag für Jan Ullrich, Olympiasieg! Armstrong geschlagen, ein deutscher Husarenstreich mit dem Olympiasieg für Jan Ullrich. Ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, da zu fragen, ob ich da mit hinkomme oder so. Ich habe es eigentlich irgendwo, ehrlich gesagt, erwartet. Und das war die größte Enttäuschung, die er mir eigentlich bereitet hat, dass er den... So ein Belgier da, der da im Team da tätig war, den hat er da mitgenommen. Der war da unten. Tja, und da wurde er immer für Gold und immer für Silber ausgezeichnet. Ganz toll. Der Olympiasieg ging an den Mann aus Merdingen. Gold für Jan Ullrich, Bronze. Ich habe mir nachts die Reportage angehört. Später konnte ich es ja dann auch im Fernsehen sehen. Und habe da nur so an meinem Bett da gesessen und habe gesagt, Menschenskind, hört ihr denn das Interview? Nicht ein Wort
dass er nun sagt, Menschenskind, Trainer, hat alles geklappt. Kein Wort. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir sind da so vor Enttäuschung so ein paar Tränen über die Backen gekullert. Also, das hatte ich eigentlich nicht verdient. Und das war solche Enttäuschung für mich, das hat eigentlich innerlich bei mir einiges zerrissen. Only when you're gone. Only when you're gone. Er ist ja nicht nur ein schlechter Mensch, so ist es ja nicht. Aber wie gesagt, in letzter Konsequenz ist jeder irgendwo für sich selbst verantwortlich. Tout le monde lui disait dans son entourage qu'il était le meilleur. Alle um ihn herum sagten ihm, er sei der Beste. Er hätte jemand Härteres gebraucht. Sein erster Trainer in Berlin, Peter Becker, ging sehr hart mit ihm um. Zu hart. Er hat Jan wie ein Kind behandelt, selbst als er schon Profi war. Er war aber kein Kind mehr und hätte jemanden gebraucht, der ihn im Griff hat. Rudi Pevenage zum Beispiel, der war viel zu nett zu Jan und hat das aber zu spät gemerkt. Rudi hat Jan immer als seinen Champion betrachtet. Alle dachten, Jan ist mein Champion. Peter Becker hat Jan als seinen Champion gesehen, Rudi hat Jan als seinen Champion gesehen. Damals hat ihm immer einer gesagt, dass er der Beste sei und niemand sagte, so geht das nicht. Strohband war sicherlich eine Vaterfigur, aber keine kluge Vaterfigur. Es hätte ein wirklich gutes Management gebraucht und das fehlte. Es waren wahnsinnig viele Leute, die da mitgequatscht haben immer. Im Umfeld von Jan Ullrich. Künftig wird der jungenhafte Star 40 Tage pro Jahr den Werbepartnern zur Verfügung stehen müssen. Vier Unternehmen aus den Branchen Telekommunikation, Sportartikel, Ernährung und Uhren. Jan Ullrich wird nun zum reichen Mann. Also ich habe den Jan Ullrich unter Vertrag genommen mit damals Boris Becker und Franziska van Almsick. Das waren die großen Topstars der damaligen Zeit. Und das war eine sehr gute Zusammenarbeit. Er stand natürlich damals unter Druck der Öffentlichkeit. Ich glaube, das grundsätzliche Problem bei solchen Sportlern, die man natürlich von ganz jungen Jahren an betreut hat, ist, dass sie sehr, sehr wenig unabhängig sind. Und in einer gewissen Hinsicht werden diese Top-Leute nicht vorbereitet auf die reale Welt. Es hat sich ja alles verändert. Ich meine, jeder kaufte sich ein Rennrad plötzlich in Deutschland. Und auch unter uns Journalisten war das so, dass wir alle ganz bekifft und besoffen waren von diesem neuen Sport. Und jeder meinte tatsächlich, jetzt aufs Rad gehen zu müssen. Und wir alle haben geguckt und haben vor der Glotze gesessen. Und es hatte so ein bisschen diesen Boris Becker-Effekt. Dem SR gelingt es, auf Wunsch aller Landesrundfunkanstalten einen Honorarvertrag mit Jan Ullrich auszuhandeln. Ullrich soll für die ARD in Shows, Kindersendungen und anderen Programmen zur Verfügung stehen. Daneben gewährt er dem Sender auch exklusiven Zugang bei außergewöhnlichen Trainingsmaßnahmen sowie in seinen Privatbereich. Man kam aus den 90er Jahren, RTL hatte das exerziert, wie sie mit der Formel 1 ein Produkt aufbauen, wie sie sich sowohl mit Teams, aber auch mit Michael Schumacher als dem Protagonisten verbunden hatten. Und jetzt hatte die ARD den Antrieb, das auch mit dem Erfolgsprodukt Radsport so ähnlich zu machen. Und deswegen gab es eben neben der Berichterstattung auch noch diese Marketingpartnerschaft und die 1 auf dem Trikot, also heute undenkbar. Nicht nur intern heftig kritisiert wurde das ARD-Engagement für das damalige Team Telekom. Die 1 auf dem Trikot, für viele ein Ärgernis und ein Verstoß gegen die journalistische Distanz. Über die Jahre hinweg war es so, dass schon sehr deutlich war, dass Berichterstattung über Doping im Radsport nicht gerade erwünscht gewesen ist. Ich war so damals so ein bisschen das Alibi für die ARD, so nach dem Motto, ja, wir haben ja da jemand, der macht das ja. Das konnte man dann in den Gremien, in den Rundfunkräten und so weiter, konnte man dann sagen, ja, es gibt ja auch eine kritische Berichterstattung. Aber sind wir mal ganz ehrlich, die war fast gegen null, jedenfalls was meine Tätigkeit betrifft. Natürlich haben wir die Siege bejubelt und gewürdigt, aber wir haben über die Missstände im Radsport auch mehr berichtet als andere Sender. Ich würde die Berichterstattung in der ARD immer in Schutz nehmen.
Sicherlich, die Kollegen, die bei der Tour de France vor Ort gewesen sind, während der Tour, die haben natürlich auch über Doping berichtet und berichten müssen, das ist auch richtig so. Aber auch das gehört zur Ehrlichkeit, eine investigative, hintergründige Berichterstattung abseits des Großereignisses, die hat eigentlich nach meiner Erinnerung zumindest kaum stattgefunden. Man wollte das nicht. Die Berichterstattung würde ich immer noch verteidigen. Aber die konstitutionelle Verflechtung zwischen Radsport und der ARD war sicherlich übertrieben. Ulrich oder Armstrong? Das ist die Frage. Sie scheint früh beantwortet, denn der Amerikaner hat Probleme, so wirkt es. Verhält sich sehr zurückhaltend. Nach wie vor zeigt sich Lance Armstrong nicht in den vorderen Positionen dieser Gruppe. Und jetzt die Attacke von US Postal. Mit José Luis Rubiera aus Spanien. Sie haben sich so lange zurückgehalten, um hier schon den Angriff zu platzieren. Ulrich muss mit Armstrong. Was für eine Taktik, fast versteckt hat er sich den ganzen Tag und kaum war der Anstieg nach Alpe d'Huez erreicht, attackiert Lance Armstrong, aber Ulrich ist noch im Bilde. Jetzt legt er los. Und Jan Ulrich hat Probleme. Er kann jetzt auch nur sein gleichmäßig hohes Tempo fahren. Lance Armstrong zeigt allen, dass er sie getäuscht hat. Den ganzen Tag lang. Die Radsportfans nennen diese Szene den Blick. Aber die eigentliche Wahrheit ist, ich schaute nicht zu Jan, ich schaute zu Chechu, meinem Teamkollegen. Aber so wie der Kamerawinkel war und wie dann die Bilder um die Welt gingen, da sah es so aus, als würde ich direkt auf Jan schauen. Aber nein, keiner wusste das. Nobody knew. Numéro phénoménal du champion américain. Coup de bluff total. Und ich habe halt zu unseren Leuten gesagt, sie sollen bis unten, bis Alpe d'Huez alles zusammenhalten und dann, dass ich attackieren gehen kann. Gut, und dann ist Lenz halt attackieren gegangen und ich konnte halt wirklich nur dann mein Tempo fahren, das Beste, was ging. Jan est tombé dans le piège de Lenz, clairement. Jan ist Armstrong in die Falle gegangen. Aber diese Geschichte da in Alpe d'Huez, da entschied sich nicht alles, aber in diesem Duell zeigt er sich klar, dass Lenz sich über Jan erhob. Lenz Armstrong prend le dessus sur Jan. Terrible chute de Jan Ulrich. Terrible chute de Jan Ulrich. Il est tombé dans le ravin. Jan Ulrich, va-t-il se relever? Ich habe mir Sorgen um ihn gemacht. Auf einmal war er weg, weg von der Straße, hinter der Absperrung, verschwunden. Und ich dachte, mein Gott, das war ein böser Unfall. Das kann, denke ich, jeder, der ein bisschen Sport gemacht hat. Ich habe auch überhaupt in der Situation nicht überlegt. Das waren zwei Tabletten gewesen, kleine Tabletten, wo mir bestätigt wurde, dass es nichts ist. Und dass es mir hilft und dass es eigentlich harmloses Zeug ist. Statt Tour de France Start, Pressekonferenz in Frankfurt, der schlimmste Tag seiner Karriere. Im Trainingslager werden die Schmerzen im rechten Knie immer stärker. Die Folge, Absage der Tour. Ulrich lässt sich gehen. Denn er ist so extrem in seinem Kopf drin, extrem in alle Richtungen. Wenn er mit dir in einem Weinkeller sitzt, und es ist 4 Uhr in der Früh und er hat die Idee, dass jetzt noch eine große Flasche aufgemacht werden muss, dann wird es gemacht. Nach dem endgültigen Aus für die Tour zieht Ulrich in Freiburg um die Häuser. Die Bilanz, Fahrradständer zertrümmert, Unfallflucht, 1,4 Promille, Führerschein weg. Geldstrafe, 2 Monatseinkommen. 6 Wochen später. Unangemeldete Dopingkontrolle während der Reha am Tegernsee. Der Test positiv. Amphetaminmissbrauch. Er habe in einer Disco 2 Pillen erworben, offenbar Partydrogen. Ulrich stellt sich der Presse am Vorabend der Tour. Seine Erklärung: Es spricht mir aus der Seele, dass es für mich kein Betrug war, indem ich irgendwo Rennfahrer oder Gegner mit leistungsfördernden Mitteln irgendwo mir einen Vorteil verschafft habe und dadurch einen Wettkampf gewonnen habe. Das war für mich, ist für mich kein Doping. Die Folgen: 6 Monate Sperre. Telekom setzt den Vertrag aus, zahlt kein Gehalt mehr. Adidas kündigt den Sponsorenvertrag. Aus seinen Drogengeschichten oder auch aus seinen Alkoholgeschichten, er hat auch wieder abrupt aufgehört, ohne dass ihm jemand geholfen hat. Er hat auf einen Schlag gesagt, Ende, und dann war es Ende.
Also er ist extrem. In allen Dingen, was er tut, ist er extrem. Positiv sowie negativ. Anfang Juni trägt Herrn Ulrich zum ersten Mal das neue Bianchi-Trikot. Celeste, Mintfarben, so wie 50 Jahre früher sein legendärer Vorgänger Fausto Coppi. Ein elegantes Outfit, wie schon die Vorbesichtigung zum Tour-Mannschaftszeitfahren zeigt. Ist ja egal, oder? Also die ganze Verpflegung, die wir auch 200 Kilometer essen. Ein Apfelstück. Oder dir? Sur le Tour de France, Jan Ulrich. Ich denke mal, dass ich sehr reif geworden bin, nicht mehr so spontan in Fehler reinlaufe, sondern mehr einfach überlege, was ich mache und auch noch ein bisschen am Feilen bin, dass das, was ich mache, dass ich jeden Tag versuche, das 100% möglichst rauszuholen. Und ich weiß, dass ich noch 2-3 Jahre habe, um die Tour de France nochmal zu gewinnen. Das ist seine Chance, jetzt mit den ganz, ganz Großen gleichzuziehen, 5-mal die Tour de France zu gewinnen. Und dennoch die 100-Jährige, also er wäre der Gigant überhaupt von der Tour de France. In Cap de Couvert, that was the... In Cap de Couvert, da war ich auf dem Weg, die 5. Tour zu gewinnen. Aber es war das erste Mal in all den Jahren, dass ich vom Rad steigen wollte. Neue Bestzeit für Jan Ulrich im Ziel dieses Zeitfahrens im Cap de Couvert. Das ist die Marke, an der sich Lance Armstrong orientieren muss. Er weiß, er hat wieder einen großen Gegenspieler bei dieser Tour de France. Und dieser Mann heißt Jan Ulrich, der das Zeitfahren 2003 gewinnt. And I think Jan put 2 minutes on me. Ich glaube, Jan nahm mir 2 Minuten ab. Ich dachte, jetzt ist das Rennen vorbei. Jetzt sitze ich hier als Sieger der Etappe und die Tour ist wieder offen. Das ist erstmal heute wirklich ein Traum für mich. Jan Ulrich ist Etappensieger. Als er zum ersten Mal ein Zeitfahren bei der Tour de France gewonnen hat, 1996, da war er ein Junge von 22 Jahren, der gar nicht wusste, was mit ihm passiert. Inzwischen ist er ein gereifter Mann, der so viel gewonnen hat in seiner Karriere, der Tiefen erlebt hat, wie wenige Sportler. Die 15. Etappe wird ein großartiger Showdown und der beginnt mit einer Attacke von Jan Ulrich am Anstieg zum Col du Tourmalet. Nur sagte dann, hat Jan attackiert, dann das kam von ihm aus. Ich habe selbst gesagt, was macht er jetzt? Morgens habe ich gesagt, Jan, du bist jetzt in einer Position, wenn das so bleibt, gehen wir so nach dem Zeitfahren und gewinnst du die Tour. Armstrong ist zurück hingefahren und am Ende ist die Abfahrt, Anstieg nach Luz Ardiden. Achtung, Attacke Armstrong! Jetzt muss Ulrich nachgehen. Jetzt kommt Lance Armstrong, jetzt will er es versuchen, im alten Stil, kann Ulrich kontern.
Und es war klar, er muss es heute probieren. Es ist eigentlich schon seine letzte Chance, wenn man die Zeitfahrstärke von Jan Ullrich mitzieht. Und schauen Sie, Ullrich kommt wieder dran. Es ist einfach klasse, was Jan Ullrich leisten kann. Oh, ein Sturzstoß! Noch einer! Wieder so ein Zuschauer und Ullrich kommt vorbei. Oh, schütt, oder? Schütt am Frogen, nicht mehr, und er muss sich jetzt muss er sich einfach professionell verhalten. In diesem Fall, glaube ich, kann er nicht auf Armstrong warten. Und Jan war alleine weg. Und ich habe ihm nur gesagt im Phone, Jan, es gibt mir einmal die Tour, weiterfahren. Und das hat er nie gemacht. Das zeigt auch, wie nett und fein Jan zwar sein konnte, aber er ist auch sehr stark. Obwohl sein Sportdirektor sagte, fahr, das ist die Tour, setzte sich Jan darüber hinweg und sagte sich, nein, das ist die richtige, die ehrenhafte Entscheidung. Ich warte. Ullrich hat sich als ganz großer, als ganz fairer Sportsmann erwiesen. He was someone that, respected the laws. Er respektierte die Sitten im Fahrerfeld, seine ungeschriebenen Gesetze. Unspoken laws. He was well liked by his peers. Er wurde gemocht von seinen Kollegen und seine Entscheidung, an diesem Tag zu warten, die passte zu seiner Persönlichkeit. Armstrong ergreift jetzt die Chance, schaut sich um, der berühmte Blick, und versucht, die Gelegenheit zu nutzen. Trotz des Sturzes. Das hat ihn nur noch mehr in Wallung gebracht, offenbar. Nach 4,5 Stunden endet die Etappe mit Armstrongs Triumph. Er kann nicht einmal richtig jubeln. So eng ist die Tour 2003. Ich habe dann auch nicht weiter attackiert. Und ja, Fairness ist, denke ich, alles auch im Radsport. Strategisch gesehen haben sie es versäumt, Armstrong in den Pyrenäen zu attackieren. Der war wirklich angeschlagen, nicht ganz so selbstsicher. Zeitfahren ist immer die Stunde der Wahrheit. Noch ein Schluck aus der Flasche, damit auch alles stimmt. So, Daumen drücken für Jan Ullrich. Nur 5, 4. Armstrong kommt bereits herangefahren. Und ab geht's. Jan Ullrich auf der Strecke. Er weiß, dass er solch eine Prüfung gewinnen kann. Das muss eben alles stimmen. Weil es war eigentlich flach. Mit nur Kreisel und Regen und... Zum ersten Mal unter einer Minute, 59 Sekunden. So, jetzt kommt er, Jan Ullrich. Das wollen wir doch hoffen, dass er jetzt noch mal zulegt. Und Ullrich stürzt. Mein Gott. Jetzt aber ganz schnell auf das Fahrrad, ganz schnell anschieben. Rudi Pevenage kommt da raus. Wir sehen dann noch mal die Wiederholung. Das, was wir befürchtet haben und was auch... Ich hatte zu Jan gesagt, wenn es einen Kreisel gibt, wo es eigentlich kein Unterschied ist, links oder rechts, entscheidest du. So, und Jan hat die linke Seite genommen, ja, mit das Ölspür ist er weggeflogen. Ja, das war vorbei. Auch Armstrong fährt jetzt kein Risiko mehr. Er hat das längst signalisiert bekommen, dass Ullrich gestürzt ist. Er sieht also keine große Veranlassung, jetzt noch ein Risiko einzugehen. Und ist natürlich auch gewarnt. Deshalb auch entsprechend diese relativ vorsichtige Fahrt in den Kurven. Auf der Zielgerade Jan Ullrich. Es reicht in Anführungsstrichen nur zum dritten Platz bei diesem Zeitfahren, aber eine tolle Leistung. Er kann stolz auf sich sein, auf diese Riesenleistung, auf diese triumphale Rückkehr bei der Tour 2003. Und da sind wir in den Bus angekommen und Jan war natürlich hier an die Seite ganz schwer verletzt. Und 10 Minuten, dann ist wieder typisch Jan Ullrich. Wir haben doch alles gemacht, was wir konnten. Wir haben eine so reiche Vergangenheit.
Es war eine Kombination aus mir, der ich gerade meine Ära begann, und aus Jan, wie wir ihn kennen. Bewundernswert, talentiert. Er hatte mehr Talent, mehr natürliche, gottgegebene Kräfte. Aber Jan wollte Spaß haben.